Noch ein Kapitel, der wichtig ist. 1. Korinther 3. Amen. Weil viele Leute werden sagen, okay, die Rettung ist nur durch den Glauben, nicht aus Werke, aber alle Leute, die wirklich glauben, werden die Werke haben. Und Römerbrief 4, 5 ist genug, aber es gibt auch 1. Korinther 3, die Bibel sagt, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. So wir könnten alle unser Lohn verlieren und alle unsere Werke waren Müll, aber wir sind immer noch gerettet. Die Bibel sagt, er selbst aber wird gerettet werden. Das ist wirklich der Sargnagel für diese komische Lehre. Christ wird automatisch Werke haben. Wenn du keine Werke hast, bist du nicht gerettet. Ich meine, es ist so eindeutig. Der Typ hatte keine Werke. Der Typ war der letzte Loser als Christ, hat gar nichts gemacht, aber ist gerettet. Ja, alles war Holz, Heu und Stroh. Und ja. Er ist immer noch gerettet. Ja. Keine gute Werke, kein Lohn. Ich will gelohnt werden. Ich will einen Lohn bekommen. Ich will Werke tun. Aber es gibt Leute, die keine Werke für Christus tun, nichts, Ewiges haben sie gemacht, nichts Gutes, das Ewiges haben sie gemacht, aber sie sind immer noch gerettet. Okay, also ich möchte zum Ende sagen, zu unseren Zuschauern in Deutschland oder Österreich oder irgendwo, wenn du gerettet bist, wenn du an Jesus glaubst, ja, du bist gerettet, du wirst dein Heil nie verlieren. Aber vielleicht, es kann sein, dass du im Glaube tot bist. Du machst keine guten Werke, du gehst nicht zum Seelengewinnen, vielleicht gehst du auch nicht in eine Gemeinde. Und ich werde zu diese Leute ermutigen, einfach Seelengewinnen zu gehen, eine Gemeinde finden, mit uns in Kontakt kommen, dass wir sie mit uns Seelengewinnen gehen können und wieder die Glaube lebendig machen. Ja, du musst nicht ein toter Mensch sein. Du musst nicht in einer toten Glaube bleiben. Es gibt eine Möglichkeit, solange du gerettet bist, solange du auf dieser Erde lebst, kannst du wieder deine Glaube lebendig machen. Ja, wie Paulus gesagt hat, you know, ein Teil von uns ist lebendig und ein Teil von uns ist tot. Amen. Und wenn wir im Fleisch wandeln, you know, das ist das Teil, das tot ist. Und wir müssen im Geist wandeln und das ist viel leichter, wenn man andere Leute hat und eine Gemeinde hat. Und, you know, wir müssen jeden Tag wählen, unsere Bibel zu lesen und im Geist zu wandeln. Amen. Ja.